Gut, hier will sich niemand. Oh Gott, habe ich einen Luck. Time Luck. Time Luck, das war's, Time Luck. Das war das Jobbox. Er ist da, der Herr ist da, der Gott im Himmel, er existiert. Ist er was? Existiert. Hast ja. du ihn gesehen? Ja. Hit the turn, flip the bird, bust a bitch, make him swerve. Bang, bang into the curb. Oh, word, we absurd, got the fire, we can burn. Moin Leute, was geht und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Black Light Retribution mit mir im Showbox und dem Sergeant Cola. Moin, ich wurde gleich mal vom Spawn weggejagt. Ihr habt es gerade schon gesehen, wir spielen mit einer Tar. Genau. Wer es nicht mehr ganz weiß, das war diese Waffe, die mal mit dem Parity Patch neu dazugekommen ist. Du Hurensohn. Und das hat uns heute der liebe Kandidat, der jetzt auch gerade mit drin ist, in die Kommentare geschrieben, den Bild, den wir gerade haben. Und haben wir jetzt gedacht, spielen wir mal. Weil, wer sich an mein Zitat aus der Folge erinnert, habe ich gesagt, dass die Waffe irgendwie spannend wird, wenn es coole Builds für die gibt. Jetzt haben wir einen und ich finde auch, der ist relativ gut. Das ist ganz nice für Close Range, finde ich. Also ist bestimmt auch für weiter weg eine geile Sache. Ja. Also man kann halt einen Scope verwenden und dann ist es halt ziemlich präzise auf Einzelschuss. Man kann aber auch einmal durchhalten und dann quasi den Damage des Lebens austeilen. Und vielseitige Varianten, die sie mal einsetzen. Ja, ich spiele halt gut, ich werde gleich mal vom Gift und sonst was umzingelt. Ich spiele halt generell viel auf kleineren Maps, ne? Wer es nicht weiß, weiß es jetzt. Und deswegen passt es halt voll für mich, finde ich voll geil. Wenn ihr auch irgendwelche Builds habt, dann könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Da gibt es jetzt erstmal eine saftige Nate hoch. Guten. Was? Lol, nein. Oh. Wow, cool. Ja, das ist halt durch die krasse hohe Feuerrate und so, da kann man ruhig schon mal die Maustaste ein bisschen länger gedrückt halten, Hurensohn. Um quasi, die ganzen Leute zu killen. Genau, du kannst doch gerade die Stats raushauen. Ja, also, die Schaden, also die Waffe macht... Die Schaden macht später, Leute. Erst um 3, aber deswegen sind auch... Ah doch, die Räume ist relativ voll. Ja, naja, ja, lol, schon mit voll geworden, nice. Also die Waffe macht 69 Schaden und hat eine Feuerrate von 450. Das ist meiner Meinung nach relativ also, schnell, es geht voll klar. Ja, ist also eine schnelle, ordentlich Damage austeilende Waffe. Ja. Was mach ich denn? Oh, ich konnte mich nicht entscheiden, weil das Ding ich konnte seinen Kopf und seinen Körper sehen. Ich wusste nicht, wo ich drauf schießen soll. So. Dann muss man beachten, Gift. Wie man schießt, denn, ist logisch, die Hüfte hat ein bisschen mehr Streuung und sowas und Gott. Das ist bei der Waffe Gift. Ein bisschen mehr vorhanden. Hilfe! Arzt! Ich brauche einen Arzt! Einen Arzt? Oh, gab's da irgendwie eine Massenschlachterei? Naja, klar, immer noch. No Beat wieder on top, Turk ist im Turk-Clan, alles klar. Turkception confirmed. So, jetzt gehe ich mal hier hoch und farm ein bisschen Leute ab. By the way, Deathmatch. Das heißt, ziemlich voll. Fuck. Was mach ich? Deathmatch ist auch noch die einzigste Sache, die man so spielen kann um diese Uhrzeit. Ja, es gibt halt. Ist halt so eine Sache. Sind nicht unbedingt. Ist halt legit Viertel 4. Sind halt nicht unbedingt die Ursache, dass so wenig Spiele online sind. Sondern es gibt halt irgendwie 10 Server mit 4 Leuten. Also eigentlich also alles mehr oder weniger leere Server. Aber die könnten sich halt alle mal auf einen Server irgendwie zusammenschließen, der dann voll ist. Also 3 Server oder. Das wäre halt. Ja. Aber nö, die sind alle so alleine zu dritt oder so auf ihren Servern, wo man eigentlich gar nicht spielen kann dann. Das ist das. Und die Problem. Anzahl der Spieler auf dem Server wackt auch ein bisschen. Ja. Das kommt irgendwie stehen da 8 Leute da, aber es sind nur 3 drin oder so. Aber nichtsdestotrotz. Oh mein Gott, mein Aim, das war gerade der Wahnsinn. Habt ihr das gesehen? Da bin ich stolz gesehen. Drauf. Ich hab's in der Devcam von einem anderen gesehen. Dass der weg war. Und ja, jetzt kannst du in deiner Devcam sehen? Ja, jetzt sehe ich deine geile lila Leggings in deiner Devcam. Das habe ich gesehen. Hier ist jemand. Na, hinter dir war auch noch einer, by the way. Nee! Lol. Lol. Ja. Ja, gut, das ist jetzt. Türk ist durchgerattert mit seiner AR oder was er da hat. Ja, also, die Tar ist jetzt nicht meine bevorzugte Waffe, ne? Ich finde die. Ist geil. Ist eine gute Alternative zum LMG oder vielleicht auch zur H. Mir gefällt der Bild auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir sehen uns damit gleich in der zweiten Runde. So, Leute, sind wir in der zweiten Runde. Hallo, hallo. Auf Helodeck, weil ich der festen Überzeugung bin, dass diese Waffe perfekt für Close ist. Nee, ich starb an Gift. Machst du nicht. Es ist sinnlos. Es ist
kompletter Schwachsinn. So, wir spielen hier wie gesagt immer noch dieses Kobold-Zeug. Nee! Ein Hit hätte er noch gebraucht, das war mega knapp. Stopp, du hältst kurz die Schnauze, du hältst kurz die Schnauze. Ihr habt ja auch gerade live und in Farbe gesehen, diese, diesen Kobold, ich nenne es einfach Kobold, ne? Hier. Ne? Ja, Schweif. Nachzug. Ja, Schweif, sehr gut. Oh mein Gott. Was geil wäre, wenn die so auf Kopf One-Shot wäre. Ach so, gleich eine Sniper draus machen, ja? Ach so. Na, ja, das eine AMR, ja, okay. Mit einer 400er Feuerrate. Das wäre doch ich super. Ich meine, das. Null Rückstoß? Was hatten das hatten die jetzt, die Maschinenpistole für eine Feuerrate? Kenne ich die Werte auswendig. Das muss ja dann eine 100 sein oder so, weil. Ich habe 2500 Stunden im Blackhead, aber ich kenne trotzdem nicht die Werte auswendig. Entschuldigung. Nicht hinter dir. Danke. Du hast mich gerettet. Das ist der Typ mit dem Schweif. Da freuen wir uns sogar, dass er uns gekillt hat, weil wir das dann betrachten können. Fuck. Ja, ich hoffe. Nee, Lord Wolfie musste seine Heckechse AMK kurz einstellen. Ich weiß nicht ganz, ob man diesen Schweif auch bekommt, wenn man den Titel auch so bekommt. Oder nee, ob man das kaufen muss. Nee. Weil ansonsten kann ich nicht ganz nachvollziehen, wie man sich für so ein paar Kleeblätter so, also Geld ausgibt. Ich meine, ist sicher gut für Entwickler und das so, stimmt, aber ich persönlich. Ja. Hier, guck mal meine Waffe an oder deine. Guck mal meine oder deine Waffe. Mach Scheiß, piss dich. Doch, die leuchtet so rot. Doch, okay. Ich sag hier, nein, guck, du sagst doch. Die leuchtet so rot. Ja, orange. Du hast Krebs. Glückwunsch. Was? Ja. Das machen andere Waffen nicht. Hallo. Oh Gott, ich wär fast schon wieder so eine Black in der gerannt. Nein. Blind des Todes. Oh Gott. Ich hab 10 HP. Oh Gott. Irgendwann, ja. Mich auch. Bleib einfach da. Des Todes. Irgendwas ist hier vor allem vorne. Bei dir, hinter dir. Oh! Ja, der wollte ich aber auch nicht. Ich will aber auch nicht aimen. Noch einer hinten durch. Noch einer hinten durch. Ja. Ja. Oh Gott, nee. Bitte, Gott. So. Der Schweif ist nicht mehr so auffällig. Ja, Sieg. Auch wenn das nur in Anführungsstrichen Kleeblätter sind, so ein Auflegerschweif wäre schon ganz geil gewesen. So. Obwohl ich jetzt sowieso nicht hab, aber... Ja, so komplett grün, neongrün durch die Map rennen ist aber auch nicht so geil. Nee, ist nicht geil, aber wenn du das kaufst, dann sollte es ja schon so geil dann, sein, oder? Ja, aber wenn es nicht geil ist, dann ist es auch nicht geil, nur weil du es kaufst. Was? Stopp, was? Das macht keinen Hallo. Sinn. Hallo. Nee. Aus. Weil bei der Waffe muss man halt echt, wenn man dann. Genau. Och nein, ich hab Salvengewehr. Wenn die Gegner weiter weg sind, ins Scope gehen. Und da ich das generell nicht so mache, weil ich eigentlich nur aus Hüfte feuere. Deswegen fahren wir uns jetzt ins Spawn hier weg. Das ist eine ganz. Ihr seht, wie viel HP er hat. Guckt bitte ganz genau hin. Und nehmt es in euer inneres mentales Zentrum auf. Der hat die. Hey, hallo, der hat sich alles gekauft. Der hat diese Tiger-Kammer an der Waffe, ne? Echt? Der Kobold-Typ. Echt? Nice. Ich hab die Waffe. Oh, nice. Komm her. Wo ist sie? Oh Gott, nein. Ich werd gekillt. Wenn du stirbst, schon mit die Waffe. Kappa. Oh Gott, hab ihn. Hier. Zeig. Oh nice, aber Blautiger finde ich nicht so geil. Nicht auch nicht, ich würde Orange lieber nehmen. Aber man sieht den Tiger jetzt auch nicht so wirklich, wenn man es in der Hand hat. Oh Digga, ich bin irgendwie richtig hyped auf den gelben Tiger oder so, ich weiß nicht. Ah, den gibt's bestimmt schon, wenn der den blauen hat. Haben wir es gar nicht mitbekommen. Ja, naja, irgendwie schon, oder? Mensch, haben wir was verpasst? Dann müssen wir mal das direkt rein recherchieren. Machen wir dann noch direkt. Ich habe wieder meine Tar, denn... So, wenn ich dem jetzt... 3 Headshots gegeben habe und der immer noch nicht umfällt, möchte ich bitte eine fragwürdige Question stellen. Fun Fact, Jungs, die wieder noch was lernen, wir unseren Bildungsauftrag erfüllen. Ja, so ein Vertrag, das Französisch abgefragtes Latein ist. Das lasse ich jetzt einfach so im Raum stehen. Oh mein Gott, was sag ich gar nichts mehr dazu. Französisch ist abgefragtes Latein. Französisch ist abgefuckt, bis dahin stimmt's. Aber warum Latein? Na, das ist halt so... Doch, das hat mein Opa gesagt, das muss stimmen. Ah, so... Alte Menschen haben halt viel Weisheit, so, weißt? Deswegen, das muss stimmen. Nein, es darf. Der Kobold kommt.
Pass auf. Der Kobold. Da ist der Kobold. Oh, Kobold hat Lotus Hasses. Oh ja, Kobold. Bitte dein Snake. N. Boah, Alter. Die Tigerform bockt, Mann. Aber hey, man sieht die gar nicht so groß. Ja, das bockt zwar blau, aber das bockt nicht so. Also das, die Tigerform bockt, aber nicht so blau halt. Oh mein Gott, das Spawn-Camping. Ja, Tiger. OMG. Ich weiß gar nicht, wie viele Coins wir haben. Müssen wir danach gucken, wie viele Coins wir haben? Wir schaffen das eh nicht. Wir schaffen das. Na, können wir trotzdem nachgucken, so. Wegen der Falligkeit. Ihr könnt mir in die Comments schreiben, wie viele Coins ihr habt. Und naja, die meisten von euch haben schon geschafft haben. Hashtag Internet, Hashtag Anonymität oder sowas, ja? Ja, alle haben es geschafft. Schreibt mal eure Real-Daten rein, Leute. Gut, hier will sich niemand. Okay. Oh Gott, hab ich einen Luck. Time Luck, das war's, Time Luck. Das war das Jobbox. Er ist da, der Herr ist da, der Gott im Himmel, er existiert. Ist er aber existiert? Hast ja. du ihn gesehen? Ja. Scheiße. Er existiert. Oh, Scheiße. Das war Time Luck, das war pures Time. Oh nein. Oh nein. Es gibt es, Jobbox. Wir haben so lange dran geglaubt. Es ja. gibt es. Es existiert. Oh mein Gott, ich komme gerade gar nicht drauf klar. Ich kill ein den Kobold irgendwie Moment. Nur noch. Bringt das eigentlich Pech, wenn ich die ganze Zeit Kobold töte? Heise. Hinter dir, oben. Da warst du doch gerade. Was soll denn das jetzt? Warum bist da, du vor dir. Ja. Vor, hinter so, mir oben? Dann vor hinter mir? Dir, oben, vor dir. Achso. Was verstehst du daran nicht? Das sind zwei gegen ne? Richtung. Gegen, ja. Gegen, okay, ja. Es ist zu spät. Ich sehe schon deine Wortbildungsprobleme. Capillatius. Hier ist die orange Tigerkamo. Oder? Orange. Ne, ganz normal orange Tigerkamo. Keine Tigerkamo. Ich bin jetzt nur hingespackt, um zu gucken, was es ist. Mach's aber nicht. Digga, wenn du mit der Tau vor einem stehst und einfach nur abdrückst, dann kassiert er so Headshot. Ja. Ich weiß, weil die hat halt so einen Hauch an Recoil tatsächlich. Tatsächlich. Ja, hä? Ist sie im Schlag One-Shot? Nein. Schlagen. Was macht ihr denn da? Wenn ich jetzt nee, okay, ich habe einmal geschlagen. Und ich One-Shot. Und ich sterbe natürlich an Gift. Toxic. Es ist komplett richtig, was du da sagst. Es ist logisch und das richtig. Das Time Lag existiert wirklich. Er unterstützt mich. Der Gott im Himmel. Du besitzt momentan dieselbe KD und es wäre fast wieder selbe Score gewesen, ne? Nee. Digga, das ist. Heute ist hier. Heute ist irgendwas. Der Herr. Jungs. Er wacht über uns. Heute passiert irgendwas. Naja. Dicker 2310, das ist die Waffe für Shortmaps, ne? Stimmt die, auch für. Und das Gute ja, ist, das vielleicht auch für die größeren halt mit. Das ist so ja. mid bis long. Das stimmt, ja. Es ist. Jetzt ja, so, genau. Ich denke, auf long verliert die Waffe zu sehr an Dingens, an Damage. Ja, nein. Weißt? Die wird halt ungenau. Weil, oder ich feuer halt nur aus ja, Hüft und so. Genau. Och nein, wie kann man denn so dreckig campen, sich verstecken, Jungs? Wer hat der die kaum? Ach nee. Nee, das ist die orange. Kobold. Nee, doch kein Kobold. Ja, jetzt, wir fucken hier übelst unser Leben ab. Nur auf die kaum muss man. Also Tiger kaum. Ich hab nicht geeint! So Tier kaum. Das wäre geil, vielleicht halt so. Selbst ja, Karmus anderes. Machen, das wäre cool. Dann werden die irgendwie hoch. Das oh ja, man. Forever the Beat Karmo, Alter. Das würde so quer Hashtag Beat stehen und dann. Alles klar. Deutschlandflagge. Deutschlandflagge. Was? Noch so Reichsflagge. Was? Hallo? Hakenkreuz vielleicht irgendwo unauffällig mit rein. Nein, Spaß. Nein, Achtung, Entschuldigung. Als Scope-Dingens. Was? Anhänger. Hallo. Gut, tschö. Natürlich nicht. Na, da holen wir uns auch den Spawn mit der Nade. Danke. Danke, dass ich geaimt hab. Assistance habe ich gegettet. Oh, ich hab die 30 Kills, ne? Ich sag's. 88 ich hab sie. Kills. 30. 30, ich hab sie geschafft. Fuck. Ich hab sie gemeistert. Lol, ich hab genau 10 weniger. Lul. Dafür fliegen wir ein bisschen. Lol, wir haben es gleichzeitig gemacht. Denied. Nice, Leute. Auf jeden Fall eine coole Waffe. Wenn ihr auch Alter. Coole Builds habt, dann schreibt ihr auf jeden Fall ja. in die Kommentare. Heute ist eine Menge passiert. Aha. Jungs, ihr werdet heute Glück haben an diesem
Ja. Feucht frühligen Montag. Ich habe den Kobold so oft gekillt, das reicht uns alle das Glück. Oder Pech, keine Ahnung, Ja. was man da kriegt. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein positives Abo da und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao Leute, haut rein.